Beim Beschuss der Fahrzeuge von World Central Kitchen am Montag waren 7 Menschen getötet worden. Der Gründer der Hilfsorganisation, José Andrés, sprach von einem systematischen Angriff, obwohl die Fahrt mit dem Militär abgesprochen war. Auch andere Hilfsorganisationen werfen der israelischen Armee gezielte Angriffe vor. Der Generalsekretär von Ärzte ohne Grenzen, Christopher Lockyer, sprach von einer politischen Entscheidung in einem Krieg ohne Grenzen. Humanitäre Helfer sind geschützt, ohne Wenn und Aber. Wir akzeptieren das Narrativ der bedauerlichen Vorfälle nicht. Wir akzeptieren es nicht, weil das, was der World Central Kitchen und den Konvois und Unterkünften von Ärzte ohne Grenzen widerfahren ist, Teil desselben Musters vorsätzlicher Angriffe auf humanitäre Helfer, medizinisches Personal, Journalisten, UN-Personal, Schulen und Häuser ist. Es geht nicht nur darum, einen wirksamen Mechanismus zur Deeskalierung einzuführen. Unsere Bewegungen und Standorte werden bereits ausgetauscht, koordiniert und identifiziert. Hier geht es um Straflosigkeit, um die völlige Missachtung der Kriegsgesetze. Und jetzt muss es um die Rechenschaftspflicht gehen. Die Vereinten Nationen und die Organisation Roter Halbmond forderten Israel erneut auf, sichere Rückzugsorte für die Menschen im Gazastreifen einzurichten und mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Seit Beginn des Gazakrieges im Oktober sind mindestens 196 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet worden, teilte die UNO mit.